Die Rohstoffbranche befindet sich wieder im Aufwärtstrend. Nach einem langen Tal der Tränen, nach einer langen Durchstrecke, herzlich willkommen beim Rohstoffmonitor, meine Damen und Herren. Das Ganze gilt jetzt allgemein und im Speziellen sagen wir Ihnen in den nächsten Minuten, wo sich der Einstieg ganz besonders lohnt. Gast ist heute Dr. Frank Schallenberger, Rohstoffexperte der Landesbank Baden-Württemberg. Herr Schallenberger, die Rohstoffpreise ziehen seit Jahresbeginn wieder an. Ist das jetzt ein Strohfeuer oder wird 2014 für die Rohstoffinvestoren endlich wieder ein Jahr mit Kursgewinn? Ja, man muss schon sagen, die Rohstoffinvestoren waren ja jetzt nicht wirklich verwöhnt in den letzten Jahren. Wir hatten jetzt 3 Jahre hintereinander rückläufige Preise im Dow Jones UBS von 2011 bis 2013. Ging es über 20% runter und im Januar hatten wir jetzt sogar ein Dow Jones UBS nahe beim 4,5-Jahrestief und ich glaube, das ist wirklich momentan einfach viel zu billig. Die Konjunktur in den USA zieht an, in Europa zieht sie an, das Weltwirtschaftswachstum 2014 wird deutlich über dem Vorjahr liegen und das heißt, die Nachfrage nach den Rohstoffen wird einfach nochmal deutlicher steigen und deswegen nach 3 Minusjahren wird 2014 jetzt die Trendwende geben und der Dow Jones UBS wird den Plus abschließen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Trendwende auf dem Rohstoffmarkt. Wenn also die Rohstoffpreise im Jahresverlauf wieder anziehen, auf welche Rohstoffe muss ich jetzt ganz besonders setzen? Also besonders bullisch bin ich momentan für die weißen Edelmetalle, Silber, Platin. Ich glaube, da wird es nach oben gehen. Vor allem Palladium ist hier mein Favorit. Ich glaube, dass Palladium hier deutlicher zulegen könnte dieses Jahr. Die Nachfrageseite mit der Automobilindustrie ist momentan hier sehr robust. Wir brauchen ja Palladium für Zündkerzen und Katalysatoren. In China hatten wir gerade bei den Monatszahlen einen neuen Absatzrekord bei den Automobilen. Also von der Seite her sieht es sehr gut aus und die Angebotsseite beim Palladium ist eben eine Krux. 40% ungefähr des Angebots kommt aus Südafrika, 40% ungefähr aus Russland und in Südafrika stehen die Zeichen mal wieder auf Streik. Da kommt also relativ wenig Palladium gerade her und in Russland haben wir eben seit Jahren schon die Staatsbestände hier angezapft beim Palladium und ich denke mal, dass die nahe Null oder bei Null mittlerweile sind. In den letzten Jahren kamen hier von der russischen Seite immer so 10% oder ungefähr 30 Tonnen Palladium auf der Angebotsseite eben von diesen Staatsbeständen. 2012 kamen dann nur noch 8 Tonnen, 2013 waren es jetzt nur noch 3 Tonnen. Also hier zeichnet sich demnächst eine ziemlich große Lücke auf der Angebotsseite ab und von daher Palladium, denke ich mir, steigt dieses Jahr mindestens um 10%. Palladium in Zündkerzen, das heißt, da sollte man beim Kerzenwechsel nicht so lieblos damit umgehen und die einfach nur wegwerfen. Ich bin Dieselfahrer, gut, ich bin wieder der Gelagmeierte an der Stelle. Wie sieht es dann aus mit Gold aus? Sie hatten jetzt gesagt, die weißen Edelmetalle, Gold, die Olympischen Spiele sind vorbei. Geht es mit dem Gold wieder nach oben? Ja, also die Nachfrage nach den Medaillen oder das Gold für die Medaillen, die wird natürlich dann jetzt zurückgehen. Brauchen wir dann mal 4 Jahre nicht mehr für Olympische Winterspiele immerhin. Aber ich gebe zu, technisch sieht es natürlich beim Gold mittlerweile wieder ein bisschen besser aus. Wir haben ja die 1300 hier mal wieder geknackt und die physischen Verkäufe der ETCs, die haben zuletzt auch einen Boden gefunden. Also von daher, die Zeichen stehen nicht mehr ganz so auf Bässe wie noch vor ein paar Wochen. Aber man muss eben auch sagen, von den Fundamentals sieht es immer noch nicht so wirklich toll aus. Die Minenproduktion läuft immer noch auf Rekordniveau. Die Notenbanken kaufen nicht mehr so viel Gold. Wir haben eine Importsteuer in Indien. Da wird zwar diskutiert, ob zurückrudern, aber momentan haben wir es ja eben noch. Und von daher, für mich stehen die Fundamentals noch nicht auf Hosse beim Gold, auch wenn das Sentiment zugegebenermaßen sich zuletzt verbessert hat. Also von daher, ich wäre noch vorsichtig, bis auch die Fundamentals wieder grünes Licht geben und dann würde ich hier erst einsteigen. Weiße Edelmetalle ja, Gold erst noch ein bisschen abwarten. Dann gibt es noch die Basismetalle, ich verstehe darunter Aluminium oder Kupfer. Da ging es auch in den letzten 3 Jahren kräftig nach unten. Lohnt sich jetzt hier schnell Einstieg? Also absolut, glaube ich. Aluminium ist in den letzten 3 Jahren um 30% gefallen, Nickel sogar um 40%. Und im aktuellen konjunkturellen Umfeld halte ich das wirklich absolut für zu billig. Viele Produzenten sind auf dem Preisniveau, das wir jetzt haben, einfach nicht mehr profitabel. Das heißt, die Angebotsseite wird über kurz oder lang weiter ausgedünnt. Und mein Favorit in dem Umfeld jetzt gerade wäre Blei. Blei braucht man eben auch vor allem in Batterien und die robuste Automobilindustrie.
Automobilkonjunktur habe ich schon angesprochen. Die wird auch hier weiter für eine starke Nachfrage sorgen. Und die Angebotsseite kommt momentan nicht ganz hinterher. Die Lagerbestände sind niedrig. Wahrscheinlich war der Bleimarkt schon 2013 im Defizit gewesen. Also mehr Nachfrage als Angebot. Und Ähnliches erwarte ich eigentlich auch für dieses Jahr. Und von daher wird der Preis nach oben gehen. Bis Jahresende, glaube ich, sind mindestens 15% hier drin. Also von daher sollten Sie nicht nur bei Ihren Zündkerzen sich überlegen, was Sie damit machen oder dem Katalysator, sondern vielleicht auch bei der Batterie. Okay, die habe ich. Die muss demnächst wirklich mal ausgewechselt werden. Bleiben noch die Energierohstoffe, also Öl und Gas. Und da sind wir ja auch wieder dran bei den Autofahrern oder Autobauern, weil letztendlich tanken müssen wir alle hier und da auch. Richtig, ja. Energierohstoffe wäre ich jetzt ein bisschen verhaltener und bin ich nicht so bullisch wie jetzt bei weißen Edelmetallen oder auch bei den Basismetallen. Stichwort Fracking. Wir haben hier eben insbesondere in den USA eine ganze Menge Öl und Gas, die hier neu erschlossen worden sind in den letzten 3-4 Jahren. Und das wird, glaube ich, eben auch dafür sorgen, dass die Ölpreise beispielsweise eher dieses Jahr seitwärts laufen werden. Bei Erdgas glaube ich sogar, nachdem ja der Winter in den USA ziemlich hart war und deswegen Erdgasnachfrage hier relativ hoch war, und der Preis ist ziemlich nach oben geschossen. Ich glaube, dass sich das in den nächsten Wochen auch wieder einpendeln wird mit dem Auslaufen der Heizperiode und dass die Erdgas eher wieder runterkommt. Von daher, ich würde von den Energierohstoffen eher die Finger lassen und bei den Rohstoffen hier auf die weißen Edelmetalle setzen und eben auf die Basismetalle. Ich glaube, damit dürfte man im Jahr 2014 besser fahren. Dann brauche ich ja gar keine Zusammenfassung zu machen. Dankeschön, Dr. Schallenberger, für das Interview. Wiedersehen. Meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut.